Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen so kostbaren Plan, den du mit uns Menschen hast und den wir immer mehr entdecken lernen, weil wir Jesus besser und besser kennenlernen und das, was er für uns getan hat. Darum danke ich dir für diese Botschaft, Vater, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns umwandelst und veränderst, wenn wir dich sehen, Herr Jesus. Danke, du bist so gut zu uns, Herr. Wir preisen dich für deine Gegenwart in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Die Botschaft heute ist noch einmal im Rahmen von Unmerited Favor, also Gottes unverdiente Gunst uns Menschen gegenüber. Und wir haben damals begonnen mit der Geschichte von Josef und die dürft ihr nie vergessen, weil das ist eigentlich der Schlüssel, weil Gott mit Josef war, war Josef erfolgreich. Josef, der nichts mehr hatte. Also wir können alles haben und nicht erfolgreich sein, weil Gott sieht Erfolg anders. Wir sind zuerst mit der Gegenwart des Herrn gesegnet und durch das haben wir Gunst und werden gesegnet. Das ist wirklich das Tor zum Segen Gottes, weil Gott mit uns ist. Die Geschichte ist einfach einzigartig von Josef. Aber heute bringen wir einen ganz anderen wichtigen Punkt, der in diesem Rahmen einfach genannt werden muss. Und das ist eine ganz kostbare Gabe oder ein Geschenk, das uns Jesus gemacht hat, als wir seine Kinder wurden. Und zwar ist das Geschenk, das wir nennen, keine einzige Verdammnis mehr. Das ist ein Geschenk. Keine einzige Anklage mehr. Keine Strafe mehr. Keine Verurteilung mehr. So nennen wir das. Und zwar stützen wir uns hier auf Römer 8,1. Römer 8,1, dort steht: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Einige Bibeln haben hier noch einen Zusatz, der aber eigentlich im griechischen Originaltext nicht steht. Die nicht im Fleisch, sondern im Geist wandeln, könnt ihr eigentlich in Klammer setzen. Das steht nicht im Urtext und ich finde, ich möchte es auch gar nicht dazu nennen, weil es gibt wieder ein Aber. Und das ist sicher nicht im Sinn von diesem Text. Es gibt jetzt keine einzige Verdammnis mehr, weil wir in Christus Jesus sind. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und ich möchte, dass wir das jetzt miteinander sprechen und sagen, weil das ist etwas, was du jetzt lernen kannst, noch mehr, wenn du unter Verdammnis kommst, wenn du vielleicht nicht ganz im Reinen bist mit Gott, sage ich jetzt mal. Er ist ja immer im Reinen mit uns. Seine Liebe zu uns verändert sich nicht. Aber manchmal entfernen wir uns ein bisschen im Gedanken oder mit den Taten oder wir spüren, es ist nicht mehr so ganz okay. Aber eben gerade dann dort, es ist keine einzige Verdammnis mehr. Weil du in Christus bist und dich niemand aus diesem Status herausreißen kann. Und dort ist ein Kernpunkt drin. Dort ist etwas so Wichtiges drin, dass du heute lernen kannst. Also du vielleicht weißt du schon, das ist klar. Aber an Praxis fehlt es uns manchmal. Oder gerade dann, wenn wir daneben liegen, gerade dann, wenn wir versagt haben, dass wir das dann einfach dieser Anklage, die kommen will. Weil wir denken Strafe. Unser normales Denken ist Strafe. Unser normales Denken ist, sie war nicht okay und jetzt zieht sich Gott vielleicht zurück oder so. Ich weiß, ihr glaubt das jetzt schon nicht mehr, Gott sei Dank, weil ihr schon zu viel gehört habt vom Guten. Aber weißt du was? Wir alle kommen immer wieder ab und zu in eine Situation, wo wir versagen.
wo wir vielleicht in alten Gewohnheiten immer noch drin sind und wo wir wirklich ernsthaft eigentlich Befreiung anstreben und irgendwie nicht loskommen von gewissen Sünden, von gewissen Bindungen. Und das ist der Kernpunkt, das ist der Schlüssel, dass wir genau dann, wenn es da ist, sagen, keine Anklage mehr, ich bin in Christus. Das ist eine Power da drin. Die brauchen wir. Sagen wir das mal, es gibt jetzt keine einzige Verdammnis mehr. Ich bin in Christus. Es gibt für mich keine einzige Verdammnis mehr, weil ich in Christus bin. Es gibt für mich keine einzige Verdammnis mehr, weil ich in Christus bin. Amen. Das musst du lernen zu sagen. Es ist gut, wenn man das bereit hat. Wenn zum Beispiel ich sehe da gerade so in einem Krimi, wenn sie da ein Haus durchsuchen, also die nicht der Dieb, sondern eben die anderen, die Polizisten oder die wie sagt man denn, die Detektive. Sie haben die Pistole bereit und sie springen von einer Mauer zur anderen und sie decken sich ab. Aber du musst immer bereit sein. Du musst immer die Waffe vorne haben. Und das ist deine Waffe. Sie ist keine einzige Verdammnis mehr, weil ich in Christus Jesus bin. Das tönt paradox, weil genau dann, wenn wir sündigen, genau dann, wenn wir daneben liegen, wollen wir uns einlullen in ja, ich schaff's gleich doch nicht und Herr, jetzt habe ich doch wieder versagt. Irgendwie ist so das unser natürlicher Instinkt. Aber weißt du, wenn du wirklich frei werden willst, wirklich frei, dann nimm dein Schwert des Geistes heute. Das ist dein Schwert. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes ist deine aktive Waffe. Es ist wirklich eine Waffe, die wir brauchen dürfen. Der Feind geht. Wenn Anklage kommt, dann gib sie ihm gleich mit dem Richtigen zurück. Halleluja. Weißt du, Gottes Herz ist so. Genau das, was Bruder Copeland da geschrieben hat. Gnade ist Gottes überwältigendes Verlangen, mich so zu behandeln, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Siehst du, dieser Stamm von Gerechtigkeit, den wir haben, den gilt es einfach, diese Identität, obwohl alle Gläubigen diesen Status haben, aber viele, viele wissen es einfach nicht. Viele glauben es nicht, viele haben sie gehört wirklich, viele, viele sind eben eingenommen durch ihre Fehler, sagen wir mal Jetson. Sagen wir Jetson. Ich meine, Jetson kann eine Ehe total kaputt machen. Oder sonst welche Zornausbrüche oder sonst welche harten Worte. Ja, es gibt einfach Menschen, die das einfach noch nicht, die einfach noch die Alten sind. Und ich spreche von Christen. Und die irgendwie nicht loskommen von dem. Aber heute, du wirst lernen, loszukommen. Genau dann, wenn es wieder geschieht, sag, es ist keine Verdammnis mehr. Bleib in deiner Identität. Du bist gerecht gesprochen. Es ist wahrhaftig keine einzige Verdammnis mehr in dir. Aber sag es, du musst es sagen. Ein Schwert muss man brauchen, indem man spricht. Amen. Nicht dich einschließen ins Zimmer und Selbstmitleid haben am Schluss, weil Gottes Kraft ja nie genügend ist, denkst du, oder Gott dich vergessen hat. Nein, er hat uns alles geschenkt. Durch seinen Tod hat er uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu überwinden. Es ist nicht schwierig, das zu sagen. Es ist nur gegen unseren Verstand. Ja, es ist halt einfach ganz anders. Ganz anders.
Aber ich denke, du wirst das nächste Mal an mich denken oder an die Worte, die du heute hörst. Und jetzt probiere ich es aus, jetzt mache ich es einfach. Gegen meine Gefühle. Herr, du siehst, ich habe versagt. Aber ich habe keine Verdammnis im Namen Jesus. Ich bin in Jesus, ich bin in ihm. Anklage verschwind. Weißt du, wenn der Feind dich... Er ist ja der Ankläger der Brüder, heißt es in Offenbarung. Er klagt eigentlich und sagt, siehst du da schon wieder gesündigt? Du wirst ja nie loskommen, weil du, das ist vererbt. Das hat doch deine Mutter schon gehabt. Er kommt und will uns da binden. Aber du kommst und tretest ihm entgegen. Und zwar kämpfe nicht gegen den Feind, der ist besiegt, aber gegen die Gedanken, die kommen. Damit du musst den Gedanken genau das entgegensetzen, was das Problem ist. Eben, es ist keine Verdammnis mehr in mir. Jesus hat mich frei gemacht. Er liebt mich. Ich bin frei in Jesu Wunden, geheilt in Jesu Wunden. Es ist keine einzige Verdammnis mehr. Amen. Halleluja. Die Fakten sind wirklich, das Kreuz ist leer, der Preis ist bezahlt, der Schuldschein, der gegen uns war, ist absolut getilgt, der Feind ist entwaffnet, er ist lahmgelegt durch Jesus. Und wir geben ihm nicht Ehre, indem er unser Leben missbrauchen kann und uns hinunterdrücken kann durch Minderwertigkeit oder irgendwelche Dinge, die der Arzt gesagt hat, damit wir ja nicht zu dem Potenzial, das Jesus in uns wirken möchte. Dass er sieht in uns ein Riesenpotenzial. Und durch sein Wort und durch die Botschaften und durch seine Liebe werden wir in die ganze Fülle hineinkommen, die er für uns geplant hat. Also wir lassen es nicht zu, dass er so triumphieren kann mit diesen Aussprüchen. Verdammnis, Anklage. Nein! Wir müssen uns entgegen, wir müssen uns wehren gegen diese Gedanken. Bring jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi. Ja, es ist im 2. Korinther 10. Er war gehorsam. Wir können nicht gehorsam sein in dem. Aber er war gehorsam. Es ist dort sein Gehorsam angesprochen. Gehorsam bis zum Kreuzestod. Und weil er starb, dürfen wir leben. Dürfen wir in die Fülle hineinkommen. In Christus gibt es keine einzige Verdammnis mehr. Praise you, Jesus. Weißt du, es gibt noch viel schlimmere Dinge. Auch wenn zum Beispiel Menschen eine Sucht haben, sie sind vielleicht in Drogen, sie sind in Pornografie verwickelt, sie sind in Prostitution verwickelt. Das gibt es am Anfang, wenn jemand von der Straße eine Prostituierte gläubig wird. Und das gibt es. Geh mal nach Amsterdam, dort gibt es viele, sehr viele, die sich bekehren. Aber weißt du was? Vielleicht sind sie nicht von einem Tag auf den anderen frei. Aber wenn so eine Frau, die ja eigentlich nicht Sex will, sie will ja eigentlich Liebe. Sie sucht Liebe. Das sucht auch ein Alkoholiker. Er will dich nicht einfach berauschen, er will sich berauschen, weil er Liebe sucht. Er sucht eigentlich nicht den Alkohol. Wenn diese Menschen lernen, dass sie von Gott bedingungslos geliebt sind und dass Jesus selber jetzt die Veränderung von innen her vornimmt, das ist perfekt auch für sie, dass sie wissen, da ist jetzt keine einzige Anklage mehr. Und es ist die einzige wirklich, ich meine, es gibt Menschen, die sofort frei werden von Drogen, wenn sie sich bekehren. Es gibt, das haben wir auch schon gehört. Aber es ist eher, sagen wir, selten. Aber diese Menschen muss man begleiten. Diese Babys brauchen ältere Geschwister, reifere Geschwister, die nicht ihnen
den Finger zeigen und sagen, du musst jetzt aber aufhören mit Sündigen und so. Das wissen die selber, dass sie aufhören müssen. Sie haben das Zeugnis Christi in ihnen, den Heiligen Geist, der es ihnen sei, immer wieder zeigt, du bist eine neue Kreatur. Sie müssen Botschaften hören über die neue Kreatur. Sie müssen Botschaften hören über, sie sind gerecht gesprochen und dass Jesus, also dass Gott nichts mehr gegen sie hat. Keine einzige Verdammnis mehr. Keine einzige Verdammnis mehr. Gott hat so ein Herz für uns, für die, so ein totales Verlangen, uns zu behandeln, wie wenn wir nie gesündigt hätten. Und auch wenn wir noch daneben liegen, uns trotzdem zu lieben und zu sagen, du wirst es schaffen, uns zu ermutigen. Und er sieht in uns schon einfach, wie wir vollkommen sind. Der Vater sieht uns sowieso vollkommen in Jesus. Vollkommen in Jesus. Das ist so gut zu wissen. So gut zu wissen. Halleluja. Keine einzige Verdammnis mehr. Im 2. Korinther 1, Vers 20 schlagen wir mal dort auf. 2. Korinther 1, 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Gott gibt Verheißungen. Er sagt Ja, indem er die Verheißung gibt. Und weißt du was? Wir sprechen Amen. Wenn wir sagen Amen, dann sagen wir Ja. Also wenn Gott sagt, ich sehe dich rein und heilig, du bist vollendet in Christus, ich sehe dich durch die Augen des Blutes, durch die Augen des Kreuzes, du bist rein, du bist keine Verdammnis mehr in dir. Und indem wir Amen sagen, sagen wir, genau so ist es, Herr. Amen, so ist es. Wir sagen Amen. Es ist, in Gott ist alles Ja. All die Verheißungen sind Ja. Und in ihm auch das Amen, das eben wir sprechen. Es ist ja gut im Gottesdienst, eben Amen zu sagen. Jedes Mal, wenn du Amen sagst, empfängst du es. Wenn du einfach stumm bleibst, geht es vielleicht vorbei. Aber das ist Power im Amen. Amen, Amen. Ja, Amen. Es braucht eine Art, wie Bruder Copeland das immer sagt, eine Quality Decision. Wenn wir neue Dinge entdecken, die wir verändern müssen, eben zum Beispiel gerade das, inmitten von Versuchung, inmitten von Versagen, dass wir gerade dann sagen, aber es ist keine einzige Verdammnis mehr, ich bin eine neue Kreatur. Du wirst herauskommen, du wirst herauskommen. Es wird dieser Esel, der nichts mehr taugte bei diesem Bauer. Und er hatte beschlossen, diesen blöden Esel, der ihm nur im Weg stand, wollte er einfach lebendig begraben. Hat ein Riesenloch gemacht und hat den Esel reingeschubst. Der Esel stand da im Loch. Und dann begann der Bauer zu schaufeln, all den Dreck, damit der Esel begraben würde, damit er nie mehr Ja gehören würde. Und er geschaufelte, schaufelte. Und der Esel wollte leben. Der Esel hat sich gesagt, ja, so nein, das, ich will leben. Und dann hat er, jede Schaufel, die gekommen ist, jede Erde, hat er einfach immer wieder nach unten getreten mit seinen Beinen. Jede Schaufel, die kam, ja, Erde, die kam, Erde, die kam, er stand. Weißt du was? Dass am Schluss der Esel aus diesem Loch heraussteigen konnte und wieder leben konnte? Der Bauer hat es nicht fertig gebracht. Der Feind bringt es auch nicht fertig, uns herunterzudrücken. Sag's einfach. Sag einfach mit jedem Wort, das du sprichst. Ich habe keine Verdammnis mehr. Ich bin in Christus. Steigst du. Steigst du und schlussendlich wirst du aus diesem Graben kommen. Dieser Graben, dieses Loch, das Sünde heißt, falsche Gewohnheiten, falsche Gedanken, immer wieder dasselbe, es ist langweilig geworden. Ja,
Oder man, und dann ernährt man sich vielleicht mit falschen TV-Sendungen und das reißt einem nur noch mehr nieder und ernährt einem nicht wirklich. Und dann hat man vielleicht noch viele falsche Freunde, die einem auch nichts bringen. Und man ist plötzlich an einem Punkt, wo man sagt, so, ich muss jetzt eine Quality Decision treffen. Das ist eine Entscheidung mit Gewicht. Eine Entscheidung, die man nicht rückgängig macht. Eine Art Abmachung. Wenn ich das manchmal mache, dann mache ich schriftlich, Herr, heute entscheide ich mich für das. Weißt du, es ist wichtig für uns Menschen, dass wir gewisse Dinge ernsthaft anpacken, nicht nur so ein bisschen und dann krebsen wir wieder zurück und nehmen es nicht so ernst. Ich kann dir sagen, du kannst heute frei werden, von was auch immer. Vielleicht ist es noch nicht sichtbar im Natürlichen, aber etwas beginnt. Ist wie, denk an diesen Esel. Nicht, dass du einer bist, aber es funktioniert. Es funktioniert, weil alles andere gibt dir ein schlechtes Gefühl, wenn du versagt hast. Und Gott will das nicht. Gott will, dass du ihn siehst in seiner Gnade, in seiner Liebe, der nur das Beste für dich geplant hat. Ich weiß, dass einige von euch Freunde kennen, die genau das eigentlich bräuchten, zu wissen, dass sie von Gott geliebt sind und wie sie rauskommen aus ihrer Situation. Nicht durchs Gesetz, nicht durch eigene Anstrengung in dem Sinn, sondern das ist Gnade pur. Wenn wir das Wort nehmen, wenn Jesus schon diesen Preis bezahlt hat für uns und uns das gehört, das Geschenk von keiner einzigen Verdammnis mehr, dann ist das ja, Amen. Da müssen wir einfach so radikal sein, so konsequent sein und dem Feind nicht sprechen lassen. Wir kennen wirklich Menschen, die so Raucher waren, die so gebunden waren ans Rauchen. Kann jemand einfach vom Rauchen loskommen? Also ich glaube nicht. Es ist eine Sucht. Der Körper ist gewöhnt ans Nikotin. Er will das Nikotin. Ich meine, es gibt Menschen, die sofort frei werden, ohne Nebenwirkung, ohne Cold Turkey und all das. Ich war eine, obwohl ich habe natürlich nur 2-3 Zigaretten geraucht, damals als ich 20 Jahre oder ein bisschen älter, bevor ich mich bekehrt habe. Aber es ist trotzdem eine Gebundenheit, also so oder so. Aber meistens ist es so, dass man nicht loskommt. Aber diese Menschen, und wir kennen einige, die haben einfach gesagt, man hat ihnen gesagt, okay, du bist ein Kind Gottes, Rauchen ist schädlich, okay, wir wollen den Tempel des Heiligen Geistes nicht zerstören, du möchtest frei werden, dann mach Folgendes. Jedes Mal, wenn du dir ein Päckchen Zigaretten kaufst am Kiosk, sagst Halleluja, keine einzige Verdammnis mehr in Christus Jesus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, du gehst du hinein, kauf dein Päckchen, mach es auf, nimm dein Feueranzünder, Halleluja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Keine Verdammnis mehr, ich bin ein Kind Gottes. Und dann beginnst du zu rauchen, mit jedem Puff sagst du, keine einzige Verdammnis mehr, ich bin frei in Christus Jesus. Er klagt mich nicht an und er tut es auch nicht. Verstehst du? Ich kann dir sagen, das geht nicht lange. Die Menschen, die sollen das dann immer machen. Also bei jeder Zigarette, bei jedem Puff, im Auto, überall, auch dort, wo man nicht rauchen soll. Einfach immer behaupten, Gottes Wort nehmen, das Schwert nehmen. Ich bin frei, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Da ist keine einzige Verdammnis mehr. Die werden frei. Plötzlich kommt einfach Pum. Und sagt sie, ich habe gar keine Lust mehr. Weg! Piu. Dann werfen sie die letzten weg. Ja,
Das ist kein Witz. Das ist das, was im Römer 4, 6 steht. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Uns wurde Gerechtigkeit angerechnet ohne Werke. Wir können nichts dafür leisten. Wir sind durch die Gnade errettet. Wir leben durch die Gnade. Und es geht nicht um Werke. Es geht darum, dass wir dieses Gnadengeschenk annehmen. Etwas tun dafür irgendwie, das funktioniert einfach nicht. Ein Geschenk kann man einfach nicht verdienen. Und auf das Geschenk müssen wir uns konzentrieren. Ich lese auch ein anderes Beispiel vor, das ich in einem Buch gelesen habe. Als ich bekannt gemacht wurde mit der Message of Grace, hörte ich, dass Gott eine solche Sünderin wie ich nicht verabscheut oder verdammt. Ich war erstaunt, als ich Christsein in einem neuen Licht sah. Um mich kurz zu fassen, eines Tages forderte ich den Herrn heraus, mir seine Liebe für mich zu beweisen. Und genau das tat er. In 2 Wochen hat Jesus mich total gewonnen und ich habe ihn gerne in mein Leben aufgenommen. Es war die Gnade und nicht das Gesetz, die eine solche Sünderin wie mich zu ihm gezogen hat. Nach einer gewissen Zeit hat mich der Herr von einer Sünderin zu einer Lady gemacht, die total in Jesus verliebt ist. Er begann nicht, mein äußeres Benehmen zu ändern, als ich noch ein junger Christ war. Aber er goss seine Liebe und seine Gnade überreich in mein Leben. Dadurch wurde ich von innen her verändert. Gnade bringt vielleicht nicht sofortige Resultate, aber die Früchte sind sicher und bleiben. Meine Familie hatte mich schon fast aufgegeben, aber mein Papi Gott hat ein Wunder an mir getan, indem er mich ohne meine Anstrengung von innen her verändert hat in eine neue Person. Alle um mich sind erstaunt über diesen Wandel, als sie die Werke Gottes in meinem Leben sahen. Ich bin ein lebendiges Zeugnis von Gottes Gnade. Halleluja, schreibt eine Frau. Halleluja. Weißt du, manchmal geht es einfach darum, dass wir uns ihm total hingeben. Sagen, Herr, ich schaffe es nicht alleine, das siehst du, aber Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Diese Übergabe von unserem Leben, die haben wir ja zuerst offiziell gemacht und da sind wir von neuem geboren worden. Aber die Hingabe ist eigentlich ongoing. Also es ist immer wieder, dass wir uns ihm hingeben. Sagen, Jesus, du bist der Herr von meinem Leben. Ich kann das nicht, ich brauche dich. Und das liebt es so sehr, diese Abhängigkeit, dass wir uns total abhängig machen von ihm. Halleluja. Noch einmal die Power Christi, könnte man sagen, ist aktiv und du steigst förmlich aus der Versuchung heraus. Wenn du versucht wirst, wenn du geplagt wirst mit diesen Gedanken, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir eben gerade wieder versagt haben. Wir steigen wie diese Esel, wir steigen. Das ist ein dummes Beispiel, aber vielleicht bewirkt es in uns etwas. Wir steigen aus dem Zeug heraus, weil wir dann in der Identität bleiben, die wir in Christus haben. Und nicht, dass wir eben denken, ja, ich bin ja sowieso nichts und Gott liebt mich nicht mehr. Und das kommt sehr, sehr schnell, wenn wir die Gedanken nicht bei ihm halten und bei der Identität, zu der er uns gemacht hat. Oder? Weil wir sind nicht mehr als unsere Gedanken, sagen wir mal so, drum dieses wunderbare Buch, wenn wir richtig denken, glauben wir auch richtig. Wenn wir falsch denken von Gott oder von diesen Dingen, dann glauben wir falsch. Amen. Das ist nicht so gut. Praise you, Jesus. In dieser bekannten Geschichte im Johannes 8
Johannes Kapitel 8, die gehört einfach zu diesem Thema. Wir sprechen von Anklage, von Verdammnis und dass es eigentlich uns nicht mehr gehört. Wir sind frei. Gott hat uns das Geschenk gegeben, wo drauf steht, keine einzige Verdammnis mehr. In Christus. In Christus. Praise the Lord. Ich lese mal die Geschichte, Johannes 8, 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg und am Morgen früh stellte er sich wieder im Tempel ein und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer ein Weib zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, dieses Weib ist auf der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Was sagst nun du? Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun dabei verharrten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen gestraft, einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst. Jesus aber ward allein gelassen mit dem Weib, das in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr, Weib, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verdammt? Sie sprach, Herr, niemand. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Mir kam dieser Gedanke gestern, dass das Weib, diese Frau, ja wie ein Bild von der Gemeinde ist. Es ist eine Geschichte, die sich so zugetragen hat. Und Jesus hat ihr einfach schon Gnade im Voraus erwiesen. Weil gemäß dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Und diese geniale Antwort von Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Die wussten genau, dass niemand von ihnen ohne Sünde ist. Vielleicht war sogar der mit ihr Ehebruch begangen hat unter diesen Anklägen. Oder man vermutet es sogar. Wo ist der Mann? Es braucht ja zwei. Die Frau. Die Frau wird angeklagt vom Gesetz. Die Frau, die Gemeinde wird angeklagt vom Gesetz. Das ist wie ein Bild auch zum Zweiten natürlich. Erstens ist die Geschichte, aber zweitens sehen wir ein Bild der Gemeinde da drin. Frau ist oft steht repräsentativ für die Gemeinde, the church. Also das Gesetz will die Gemeinde anklagen. Der Teufel braucht gesetzliche Dinge, um uns anzuklagen. Aber Jesus sagt, ich klage dich nicht an. Und sie hatte gesagt, nein, Herr, keine Ankläge mehr, sie sind gegangen. Siehst du, auf der einen Seite sagt uns Jesus, keine Anklage mehr, keine Verdammnis. Und sie, auf der anderen Seite, sagt auch, keine, sie sind gegangen. Siehst du, wie wichtig das Ja, das Amen dazu ist. Gottes Wort ist so klar, dass es keine einzige Verdammnis mehr gibt in Christus Jesus.
Und weißt du, dass Römer 8, Vers 1, wo dieser Vers steht, kommt gerade nach Römer 6 und Römer 7, wo der Paulus so genau das Gesetz erklärt und Sünde und wie es jetzt ist, das neue Leben und so weiter. Aber wir dürfen wissen, keine Anklage mehr. Und weißt du was, jetzt musst du gut zuhören. Nicht einschlafen, bitte. Gut zuhören. Keine einzige Verdammnis. Und dann sagt Jesus, geh und sündige nicht mehr. Erst jetzt hat sie die Power, nicht mehr zu sündigen. Das Gesetz sagt, wenn du nicht sündigst, dann kommt keine Verdammnis. Gnade sagt, keine einzige Verdammnis auf dir. Und das gibt dir die Power, nicht mehr zu sündigen. Ist genau umgekehrt mit der Gnade. Deswegen, Gott will uns aufrichten, uns aufstellen, egal ob wir unten liegen durch Sünde oder durch eben, dass wir uns selber verdammen, auch durch diese Gedanken, wenn wir wirklich eben noch in Bindungen drin sind. Aber denke an diese Zeugnisse. Gott will dich von innen her verändern. Ist es möglich, dass Gott uns verändert? Ja. Wir dürfen uns einfach sagen, Herr, hilf mir. Aber nur Herr, hilf mir. Und ständig diese Gedanken, ja, ich bin verdammt und vielleicht straft mich Gott trotzdem und. Trete denen entschieden entgegen. Die Power, Sünde zu stoppen in unserem Leben, kommt von empfange das Geschenk von keine einzige Verdammnis mehr in Christus Jesus. Empfangen bei Gott heißt wirklich empfangen. Empfangen tust du immer, indem du es aussprichst. Also diese Geschenke können wir nicht verdienen. Neulich gab ich jemand ein Geschenk. Es war ein Geldgeschenk. Und die rief mich an und sagt, wie habe ich das verdient? Und ich sagte, nicht. Es ist ein Geschenk. Wenn Gott mir das aufs Herz legt und ich dir das schenke, dann musst du einfach ihm danken. Ein Geschenk kann man nicht verdienen. Aber ich weiß, wie Menschen sind noch in diesen Gedanken drin. Wir können oft etwas nicht einfach annehmen. Wir denken sofort, oh, wie kann ich da zurückzahlen? Und die haben mich eingeladen. Jetzt nächstes Mal ist ein Termin, wo ich dich einladen kann. Und schon schauen wir, dass wir auch wieder etwas zurückgeben. Stimmt, wir sind einfach so. Aber denkt, der Gott ist anders. Gott ist anders. Denkt immer auch an den verlorenen Sohn, respektive an den Vater des verlorenen Sohns. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich klage dich nicht an. Jetzt geh und sündige nicht mehr. Und das muss einfach sich setzen in uns. Das muss Fuß fassen in uns, dass Gott uns nicht verdammt. Und jedes Mal, wenn du es aussprichst, dann festigst du es, bis du völlig überzeugt bist. Es ändert nichts an Gottes Wort. Gott sagt, es ist keine Verdammnis mehr. Aber jedes Mal, wenn du es sagst, bekennst du, was du bist. Und das hilft dir, die Gedanken zu überwinden, die gegen das ankommen. Weil schlussendlich hindern uns die Gedanken. Die Gedanken blockieren uns. Wenn wir falsch denken, dann laufen wir einfach so gemäß dem, was wir denken. Egal was Gottes Wort mag das Beste für dich bereit haben. Aber wenn du denkst, ich bin sowieso niemand und ich kann das nicht und ich war immer schon so und der Arzt hat jetzt das gesagt und voilà und so ist es halt, dann geh du deinen Weg. Aber es ist nicht das Beste für dich. Gott hat etwas Besseres für dich. Gott sieht in uns ein Juwel, ein wirklich ein Schmuckstück für die ganze Menschheit, das nur er geschaffen hat, einmalig, mit Begabungen, die nur du hast, wo er genau weiß, wie gebrauchen, wo einsetzen, wo du wirklich beginnst zu blühen. Das hat nichts mit. Gott kann natürlich
unsere Ausbildung dazu brauchen. Also wir sind absolut für Ausbildungen und Weiterbildungen und das ist so wichtig. Aber es ist noch viel mehr von Gott in uns. Amen. Das ist so, so gut. Im Römer 6, 14, Sünde hat keine Herrschaft mehr über uns, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Unter dem Gesetz sind wir verdammt. Unter dem Gesetz schauen wir auf uns. Das Gesetz klagt uns ständig an. Das Gesetz sagt dir, du hast versagt. Es war ja auch dazu gegeben worden, dass die Menschen sehen, sie schaffen es nie ohne Gott. Gott ist so heilig, das Gesetz ist so heilig und so gerecht. Und wenn wir in diesem Gesetz in den Spiegel hineinschauen und uns sehen, wir schaffen es absolut nie. Aber Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen für uns. Und jetzt schauen wir Jesus an. Wir schauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit, heißt es im Jakobusbrief. Das ist nicht die 10 Gebote. Das sind die Liebe, die Gnade und alles. Freiheit. Wir wollen frei sein. Und wir werden verändert in dasselbe Bild, weil das ist Jesus. Weil er hat uns die Decke vom Gesetz weggenommen. Wir schauen Jesus an und durch die Begegnung mit dem lebendigen Jesus im Gebet und im Lobpreis und überhaupt werden wir verändert in sein Ebenbild. Das ist eine hohe Berufung, Veränderung in sein Ebenbild. Das macht der Herr in uns. Amen. Also sei nicht zufrieden mit, ja, das ist halt eine Schaufel Erde auf mich gekommen, was soll's, ich stehe einfach da. Ich bin eh ein alter Esel. Nein, du bist kein alter Esel. Überwinde. Lass es nicht so, dass die Gedanken dich überwinden. Amen. Ich gebe dir noch einen Beweis vom Offenbarung Kapitel 12. Und wir wollen ja einfach das Werk vom Kreuz, das, was Jesus für uns getan hat, wirklich ehren. Wirklich ehren. Sein Leben hat er für uns gegeben. Hier steht, im Vers 11, und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses. Sie haben ihn, den Feind, überwunden. Er spricht hier von der Gemeinde. Sie haben den Feind überwunden durch des Lammes Blut. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Kreuz. Das ist sein vollkommenes Werk. Des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses. Dein Mund hat ein Zeugnis. Dein Mund muss sprechen. Erst dann wird diese Power aktiv. Amen. Wenn du stumm bleibst, geschieht nichts. Gott hat uns einen Mund gegeben, zum Gottes Wort sprechen, um seinen Willen zu sprechen. Was meinst du, beten ist nicht einfach nur ein frommes Sprüchlein und jetzt habe ich gebetet. Gebet ist sein Wort sprechen. Gebet ist sein Wille sprechen. Er sucht nach Menschen, die hier sich sagen, Herr, da bin ich. Ich will meine Zunge gebrauchen von dir, damit die Worte, die gesprochen werden müssen, weil sonst nichts geschieht, was seinem Willen entspricht. Ich bin dein Gefäß, ich spreche dein Wort. Weißt du, deswegen habe ich das Zungengebet. Deswegen, weil wir so beschränkt sind, wir kennen ja nur einen ganz kleinen Aspekt von Dingen, die wir beten müssen. Im Zungengebet sprechen wir mit jedem Wort den vollkommenen Willen Gottes aus. Weil das Gebet, die Worte, die kommen nicht von unserem Verstand, die kommen vom Geist. Und in unserem Geist wohnt der Heilige Geist, der genau uns diese Silben gibt. Oh, da ziehen wir den Hut ab im Geist. Da sind wir ganz ehrfürchtig. Da sind wir die, die sagen, oh Herr, wenn das so wichtig ist, dann will ich in Zungen beten. Auch wenn es komisch tönt. Aber meine Zunge gehört dir. Amen.
Das ist ein riesiges Geschenk, das Sprechen in neuen Sprachen. Unser neugeborener Geist spricht, Mai, eine Sprache, die wir nie gelernt haben. Der Feind sagt, ja, das sind nur so ein paar Worte, das bist nur du. Ja, das ist nicht so wichtig. Alle sprechen in Zungen. Er will immer alles kaputt machen. Er will halt das Wort Gottes challenge und Gott challenge. Aber nein, wir treten dem entgegen. Wir sagen, du Lügner. Du Lügner. Er lügt. Wir glauben seine Lügen nicht. Amen. Also, wenn du immer noch kämpfst, vielleicht gegen Sünde, weil Sünde, was ist Sünde? Ist einfach das Ziel verfehlen. Sünde muss nicht offene Sünde sein, dass wir ein Verbrecher sind, dass wir zu Hause unsere Familie misshandeln und ich weiß nicht was. Die kleinste Sünde ist schon Zielverfehlung. Weißt du, dass Zweifel auch Sünde ist, gemäß Gottes Wort, wenn wir zweifeln? Steht im Jakobusbrief. Wir schaffen es nie. Okay? Wir legen das Gesetz ab, total. Wir sagen, Herr, du hast es erfüllt für uns. Wir gehen nicht nach dem Gesetz, wir gehen nur nach der Gnade und sagen, Herr, wir sind deine Gerechtigkeit geworden in Christus Jesus. Herr, danke für deine Gnade. Aber sagen wir, wenn vielleicht Menschen diese Botschaft hören und wirklich in Gebundenheit sind, sagen wir etwas Schwerwiegenderes jetzt auch für andere Menschen. So angenommen, einfach Laptop auf, Internet an und dann geht's los. Geht man an Webseiten, wo wir nichts zu suchen haben. Mit einem Klick sind wir völlig am falschen Ort. Und irgendwie schaffen es gewisse Menschen einfach nicht, dass sie dort einfach sagen können, das ist das Ende, das mache ich einfach nie mehr. Sie schaffen es irgendwo nicht. Genau für dich ist die Botschaft. Schon wieder falsch geklickt. Also bei mir ist jetzt ganz was anderes los, bei Google Chrome. Ich schaue oft Botschaften über Google Chrome und so nach 10 Minuten plötzlich kommt so ein Flash und da geht es auf 6 Seiten. Also nicht Zahl 6, sondern S-E-X. Und wenn ich da anklicken würde, würde es weitergehen, hat man mir gesagt in Luzern. Ich habe es am Freitag auch erwähnt. Also es ist Animation, es sind nicht richtige Personen, es ist animiert. Aber es ist nur so eine Klinge, aber ich habe genau gemerkt am Ausdruck von diesen Leuten, also gezeichnet, Comics, dass es falsch ist und ich schalte es dann aus. Aber ich meine, diese Frechheit, ich weiß nicht, wie das dort hineinkommt. Nie angeklickt und trotzdem will es sich einschleichen. Mach zu, wenn es etwas ist. Geh nicht weiter forschen. Am Kiosk, wenn da die Frauen manchmal zu viel Fleisch zeigen. Man kann nicht alles verhindern, verstehst du? Aber man kann verhindern, dort extra sich hinzustellen und noch wieder zu schauen und vielleicht mal in ein Heft zu gucken. Ja, ich kaufe es ja nicht, aber ich schaue jetzt mal rein. Und so. Einfach, irgendwie hast du dich nicht im Griff mit diesen Dingen, die schädlich sind. Die uns zerstören. Sünde zerstört. Also, du kämpfst vielleicht noch. Dann ist es einfach jetzt an der Zeit, das einfach dem Herrn abzugeben. Lass dich fallen in seine liebenden Arme, in seine Gunst. Bitte ihn um Hilfe, dass er dich freisetzt. Das ist mal der erste Schritt. Und wenn du einfach dir gewiss bist, durch auch das Bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, es ist keine einzige Verdammnis mehr. Mitten dann, wenn es wieder passiert ist oder wenn du genau weißt, es ist nicht richtig, meine Gedanken, die schweifen ständig ab in Richtungen, die nicht gut sind, die mich zerstören. Glaube, dass er dich gerecht gesprochen hat.
Glaub einfach, bekenne, es gibt keine einzige Verdammnis mehr. Du kannst dich selber verkrampft probieren, deine Gedanken zu ändern. Aber heb Jesus hoch, danke ihm, sag Amen, sag Jesus, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Keine einzige Verdammnis mehr in mir, weil ich in dir bin. Vater, ich ehre das Werk, ich ehre, was Jesus für mich getan hat und so weiter. Und du wirst sehen, er wird die Fähigkeit geben, diese sündigen Natur und Gedanken zu überwinden. Das ist Gottes überwindende Kraft in uns, die dann einkickt, wenn wir nicht probieren, selber davon loszukommen. Gewaltsam. Oh, jetzt stehe ich jeden Morgen eine Stunde früher auf und bete einfach, bis ich nicht mehr kann. Und dann werde ich dann rausgehen und dann siehst du gerade wieder so einen schönen Minirock. Du bist schon wieder gefallen. Weiß ich meine? Irgendwie bringt es der Feind schon fertig, dass du gleich wieder, und du bist schon gleich wieder drin. Es geht nicht durch eigene Leistung. Es geht durch das Sprechen, das Dranbleiben in der Identität, die du hast. Wissen, dass sich der Herr so oder so absolut liebt und dich niemals strafen würde. Er wird dich nur behüten von falschen Wegen, weil Sünde Familien kaputt macht schlussendlich. Oder wenn wir all diesen Dingen freien Lauf machen lassen, Jähzorn, Pornografie, all das, dann kann es sicher sein, etwas wird kaputt gehen. Es geht kaputt in der Seele, wir gehen kaputt, die Gesundheit geht kaputt. Und das will der Feind. Und Gott will uns ja bewahren vor dem. Wir haben nichts mehr zu suchen eigentlich in diesen Dingen. Praise the Lord. Gerade jetzt strecke dich aus zu Jesus, unserem Erretter. Dann schließ mal deine Augen und hör einfach nur zu, die letzten paar Sätze. Der Vater sieht dich perfekt in ihm. Sehe dieses Bild, wie du aber Vater sagst, Papi Gott. Und er hat so große Ohren, hat mal eine liebe Schwester gesagt. Der Papi Gott hat so große Ohren für seine Kinder. Er hört uns, er will uns, er liebt uns. Er ist so begeistert, schon wenn wir uns heute sagen, Herr, ja, das will ich. Ich will loskommen. Ich will loskommen von diesen Dingen. Dies und jenes stimmt einfach noch nicht und es läuft einen falschen Weg, aber Herr, hilf mir. Danke, Herr, dass ich die Gerechtigkeit Gottes geworden bin in dir. Danke, dass es keine einzige Verdammnis mehr gibt, weil ich in dir bin. Ich bin geborgen in dir. Du bewahrst mich vor dem Feind. Vater, ich danke dir. Danke, dass du mich nie anklagst wegen der Vergangenheit oder Gegenwart oder auch Fehler in der Zukunft. Du hast alles bereits ans Kreuz genagelt. Du hast mich frei gemacht, nicht mehr zu sündigen. Und durch deinen Sieg, Herr, habe ich Erfolg. Und ich werde einfach all diese Bindungen hinter mir lassen im Namen Jesus. Vater, ich danke dir jetzt einfach auch für Menschen, die dich gar noch nicht kennen, die noch nicht dich als Erlöser und Herrn in ihr Leben aufgenommen haben. Genau für dich möchte ich beten, wenn du diese Botschaft hörst und sagst, diesen Jesus, den möchte ich haben, der für mich am Kreuz all diese Sünden eigentlich auf sich genommen hat und für sie bezahlt hat, damit ich frei sein kann, will ich einfach frei werden, total frei werden. Wenn du Jesus annehmen möchtest, dann sprich mir folgende Worte nach, Vater im Himmel. Ich danke dir für deinen Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist und der mir alle Sünden vergeben hat, mich von aller Schuld befreit hat
und der mich nie mehr anklagt. Jesus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. In alle Ewigkeit. Amen.